Eine Krankenschwester führt Andrea Theiler in den Operationssaal. Die 27-Jährige steht kurz vor ihrer ersten Augenoperation. Wie geht's Ihnen? Gut, bis jetzt noch sehr gut. Was lassen Sie heute machen? Kurzsichtigkeit korrigieren. Haben Sie in irgendeiner Form Respekt oder Angst vor der Operation? Nein, eigentlich nicht. Ich freue mich. Warum freuen Sie sich? Weil ich endlich meine Brille loswerde. Selbstverständlich. Und sie jetzt hinter mich bringen. Vor jeder Linsenkorrektur im Auge muss der Augenarzt zuerst die schützende Hornhaut des Auges aufschneiden. In vielen Praxen wird das mit Hilfe eines solchen Lasergeräts, dem sogenannten Femtosekundenlaser, gemacht. Dessen komplexe Technik hat in diesem Kasten Platz. 15 Sekunden braucht der Laser, um die Hornhaut aufzuschneiden. Dann ist das andere Auge dran. Und die eigentliche Operation kann losgehen. In dieser Firma werden die Femto-Lasergeräte entwickelt und gebaut. Die Firma Zima in Port bei Biel. Hier haben wir jetzt einen neuen Prototypen. Das ist momentan die kleinstmögliche. Oder sehen wir da auch Chancen, dass wir noch mal ein Stückchen kleiner gehen könnten? Frank Zima war schon immer fasziniert von den Möglichkeiten in der Augenheilkunde, der sogenannten Ophthalmologie. Er war 36, als er die Firma gründete. Heute, 13 Jahre später, hat sich die Technik rasant weiterentwickelt. Früher hat man wirklich die Schnitte, die Eingriffe an Hornhaut und jetzt auch schon an der Linse mit, wie ich vorhin gesagt habe, Skalpelli, Scherli, alles, was ihr mechanisch brauchen zum Schneiden machen könnt. Und jetzt habt ihr plötzlich einen Laser, wo ihr ins transparente Gewebe hineinfokussieren könnt und höchst präzise und reproduzierbar könnt ihr jetzt die Schnitte machen. Und das haben wir aufgegriffen, erkannt und glücklicherweise auch Schritt für Schritt recht bekommen, dass es jetzt ganz klar sehr stark in der Ophthalmologie zur Anwendung ist gekommen. Und wir sind immer noch am Anfang der festen Überzeugung, dass das die nächsten viele Jahre, 10, 15, 20 Jahre, wird der Femtosekundenlaser gebraucht werden. Mit so einer Klinge wurde die Hornhaut vor der Lasertechnologie operiert. Dieses Gerät war das erste, das die Firma Zima herstellte. Sie verkauft es immer noch. Heute ist der Femtosekundenlaser das Zugpferd von Zima. Die Labormitarbeiter testen jedes neue Gerät an Schweineaugen, die dem Aufbau des menschlichen Auges sehr nahe kommen. Innerhalb von wenigen Sekunden perforiert ein Laserstrahl die Hornhaut des Auges zu großen Teilen. Die Hornhaut kann dann zurückgeklappt werden. Vor gut 8 Jahren setzte Zima das erste Mal auf die Lasertechnik. Das Femto-Gerät wurde schnell zum Erfolg, trotz des hohen Preises von 400.000 Franken. Heute bauen 8 Mitarbeiter bis zu 10 Geräte im Monat. Es könnten mehr sein. Die Firma wächst rasant. Zima sucht laufend neue Mitarbeiter. Jetzt hat Frank Zima mit seiner Firma einen Preis für seine Arbeit bekommen. Er ist Entrepreneur of the Year in der Kategorie Hightech. Ein Krönli will sich Frank Zima deswegen aber noch lange nicht aufsetzen. Das ist immer diese Teamarbeit. Und das Krönli lässt man sich ja irgendwie aufsetzen, wenn man meint, jetzt hat man das Ende erreicht und wir haben das Ende noch lange nicht erreicht. Also wir sind auch noch jung genug, wir haben so ein Durchschnittsalter von 40, 45 bei uns im Betrieb und wir möchten das sehr gerne noch die nächsten 20 Jahre machen. Das Femto-Gerät gibt es in 40 Ländern. Mehr als 1 Million Augen sind weltweit schon mit dem Laser operiert worden. Und wieder sind es 2 Augen mehr. Die Operation von Andrea Theiler ist vorbei. Können Sie das sehen, ohne Brille? Ja, jetzt sehe ich noch viel. So milchig, ne? Ja, genau. Das ist jetzt im Gewebe, das wird auch über Nacht quasi weggehen. Ja. Ne? Dürfen alles machen, körperlich ein bisschen vielleicht schonen und eins nicht. Reiben. Genau, wirklich in den Augen reiben. Okay. Ja. Haben Sie irgendwas gemerkt, Frau Theiler? Nur ein bisschen Druck, wo die Glocke da drauf gekommen ist. Aber es ist wie wenn jemand so da drauf drückt, mehr nicht. Ja. Sonst habe ich wirklich nichts gespürt. Ja. Ganz klar ist Andrea Theilers Blick vermutlich erst morgen. Die Brille, die braucht sie aber schon jetzt nicht mehr.